Sie nannten es Amgarak, den Sieg, aus Arroganz oder Optimismus. Sie hatten gehofft, durch Carradines Forschungen einen Sieg für die Zwerge erringen zu können. Aber der Teig ging verloren. Genau wie die Forscher. Die tiefen Wege haben Amgarak und den Traum von unserer einstigen Größe verschlungen. Während die dunkle Brut an der Oberfläche wütete, haben wir eine Expedition zu dem Teig entsandt. Mein Bruder gehörte ihr an. Niemand kam zurück. Ich wende mich an euch, Wächter, weil ihr Dinge geschafft habt, die andere für unmöglich hielten. Helft mir, meinen Bruder zu finden und nach Hause zu bringen. Ich kann in dieser Angelegenheit niemandem außer euch vertrauen. Euer ergebenster Diener, Jarrick Dace. Ich danke euch erneut für eure Hilfe, Wächter. Alle anderen hatten aufgegeben, aber ich konnte Brogan nicht im Stich lassen. Er ist mein Bruder. Verzeiht, dass ich darauf bestanden habe, dass ihr allein kommt. Das Haus Dace möchte nicht, dass der Rest Orsamas erfährt, wo sich Amgarak befindet. Eine Expedition aus mehr als 20 Männern verschwindet nicht einfach. Irgendetwas ist dort drin. Und ich fürchte, es ist nicht besonders freundlich. Seid einfach auf alles vorbereitet. Das Haus Dace hat viele Männer geopfert, um diesen Ort zu finden. Jegliches Wissen, das wir hier aufspüren, sollte uns gehören und allein nach unseren Vorstellungen verwendet werden. Meine Hauptsorge gilt natürlich Brogan. Aber Amgarak birgt auch Geheimnisse. Gewaltige Geheimnisse. König Harrowmont meinte, ich sollte mich an euch wenden. Er sagte, wenn jemand Brogan retten kann, dann ihr. Es ist nicht mehr weit bis Amgarak. Das ist Snug. Er wird uns helfen. Dieser Ort hat etwas an sich, das mich beunruhigt. Ja, in Ordnung. Es ist so niedlich, wie du einfach... Weiter was, wirklich! Mögen die Ahnen meinen Arm leiden! Unsere Männer sind ganz bestimmt nicht einer derart geringen Zahl der dunklen Brut zum Opfer gefallen. Hier lauert etwas Unheimlicheres. Aber selbstverständlich. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Das ist nicht richtig. Die gesamte Verfolgungsanlage.
Nebel verändert sich. Ein Golem. Wir müssen ganz in der Nähe von Amgarak sein. Das ist einer von Caravans Golems. Aber er wurde verändert. Sie müssen in Amgarak mit vorhandenen Golems experimentiert haben. Vielleicht haben sie sogar das Geheimnis ergründet, wie man neue erschafft. Bitte erspart mir eure moralischen Urteile, Wächter. Ich frage mich, ob dieser Golem noch funktioniert. Vielleicht ist hier ja irgendwo ein Kontrollstab. Dieser Golem wird uns eine große Hilfe sein. Gehen wir. Sind Sie hin? Wächter, habt ihr gesehen? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Golem so etwas tut. Hier ist jemand. Ich beginne, seltsame Dinge zu sehen. Ich fühle mich...
hier unwohl, Wächter. Die Lauerer fliehen in Panik. Aber vor was? Was auch immer in Amgarak vor sich geht, hat etwas hiermit zu tun. Vermutlich ist es sogar die Ursache. Niemand kann mich aufhalten. Das ist für meine Ahnung. Habt ihr das gespürt? Ich dachte, mich hätte etwas gestreift. Das ist einer der Männer, die an der Expedition beteiligt waren. Was geht hier vor? Das ist das Tor nach Amgarak. Wir haben es geschafft. Was für eine Art von Magie ist das? Verdammt, wir müssen einen anderen Ausgang finden. Bleibt wachsam. Wir haben hier Dutzende Männer verloren und ich bin nicht begierig darauf, diese Zahl noch zu erhöhen. Das Ding war weder ein Zwerg, noch sonst irgendein Wesen, von dem ich je gehört hätte. Das gefällt mir nicht. Aber selbstverständlich. Das ist Blut. Das ist zerfetztes Fleisch. Was auch immer wir hier finden werden, das macht mir Angst.